Schwer das ist. Endlich konnte ich ihn dazu überreden, dass er doch endlich mal mit mir zum Italiener essen geht. Und was macht er? Der ist doch wirklich Fisch. Ach, ich kann diese Mistviecher nicht mehr sehen. Die sind sowas von ekelhaft. Ja, einfach nur eklig. Und stellt euch mal vor, der sitzt den ganzen Tag am Wasser, ruft mich an und freut sich, dass er einen Fisch gefangen hat. Mit mir kann er nicht kuscheln und mit diesen ekelhaften Mistviechern, da kuschelt er. Gibt es denn keinen da draußen, der mich versteht? Gibt es keine Frau, die genauso fühlt wie ich? Ich möchte da auch nur in die Arme genommen werden. Ich möchte auch so gekuschelt werden, wie er die Fische kuschelt. Wisst ihr, es reicht mir mit ihm. Ich suche mir einfach eine Freundin. Aber ich melde mich wieder. Tschüss. Ja, Mrs. Socke, genau so sind Angler. Angler sind wirklich in der Lage, tagelang am Wasser zu verbringen. Ob nun mit Erfolg oder ohne Erfolg. Und sie haben immer wieder einen und denselben Traum, den Traum vom nächsten Fisch. Egal was für ein Fisch es ist. Ob nur ein Blei, Schlei oder ein Karpfen. Und in der Zwischenzeit, in der nichts beißt, genießt man einfach die Momente in der Natur, sammelt Natureindrücke und dann passiert es. Eine verräterische Blasenspur oder ein springender Fisch und man ist hellwach. Und man freut sich auf den eventuell kommenden Biss. Stellt sich vor, wie es sein wird, wie es letztes Mal war und ob sich die ganzen Mühen gelohnt haben. Und das ist es. Das ist Angeln. Schöne Fische sind Schleie. Ich liebe diese Fische.